Moin Moin und herzlich willkommen zum nächsten Video unserer Do-It-Yourself Campervan Ausbauserie, in der wir einen Ford Transit L4H3 zu einem Off-Grid Campervan umbauen. In der letzten Episode haben wir den Ventilator und die Dachhaube eingebaut. Den Link dazu findet ihr oben in der Beschreibung. Und in dieser Episode geht es um diese formschönen Solarmodule, alles zu den Themen Monokristallin oder Polykristallin, Reinschaltung oder Parallelschaltung. Welchen Laderegler müsst ihr nehmen? Wie könnt ihr eure Solarausbeute noch verbessern? Sollt ihr sie verkleben oder sollt ihr sie auf einen Rahmen packen und verschrauben? Das alles und noch viel mehr nach dem Intro. So, vorab sei gesagt, geht es euch um die Auslegung der Solarmodule, also wie viel Watt braucht ihr auf dem Dach? Da würde ich euch noch bis zur ersten Elektrikfolge vertrösten, da werden wir das Thema dann genauer besprechen. Jetzt geht es erstmal darum, welchen Typ von Solaranlage wollt ihr aufs Dach haben, beziehungsweise von Solarmodul, monokristallin oder polykristallin. Das sind so die beiden gängigen Typen, die man sich aufs Dach machen kann, die für Caravans Sinn machen. Und weil das am besten anschaulich mit Bildern gemacht wird und so eine kleine Übersichtstabelle, nehme ich jetzt mein dickes Gesicht mal aus dem Bild und zeige das euch im Fullscreen. Schauen wir uns die beiden Typen einmal im Vergleich an, sehen wir auch schon den augenfälligsten Unterschied. Die Monokristallinen sind schwarz, die Polykristallinen sehen so leicht bläulich aus und man sieht auch so eine gewisse Kristallstruktur, die ungeordnet ist, im Gegensatz zu den Monokristallinen, wo das alles sauber einkristallig in eine Richtung ausgerichtet ist. Deswegen sind die auch etwas schwieriger in der Herstellung, also etwas aufwendiger und teurer dementsprechend als die Polykristallinen. Man sieht weiterhin, dass die Module aus mehreren kleinen Solarzellen im Prinzip bestehen, die in Reihe geschaltet sind. Tiefer will ich in den Aufbau jetzt eigentlich aber auch nicht eingehen, weil es jetzt hier für dieses nichts zur Sache tut. Im direkten Vergleich sehen wir, wie bereits schon gesagt, teurer und etwas günstiger sind die Polykristallinen einfach aufgrund der Herstellung. Dafür haben die Monokristallinen einen höheren Wirkungsgrad. Es sind nur ein paar Prozent, aber das kann schon einiges ausmachen. Im Generellen kann man deswegen sagen, dass man quasi ein größeres polykristallines Solarmodul braucht, um dieselbe Leistung von einem Monokristallinen zu erreichen. Was natürlich immer nicht so gut ist, bei unserem Campervan wollen wir ja versuchen, möglichst klein zu bleiben. Es ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für die Monokristallinen. Ein weiterer Pluspunkt für die monokristallinen Solarmodule ist die bessere Energieausbeute bei Diffuslicht. Was bedeutet Diffuslicht? Diffuses Licht ist im Prinzip alles, was in die Morgenstunden und die Abendstunden fällt und alles, was mit Bewölkung zu tun hat. Überall da, wo das Licht gebrochen und nicht direkt auf unser Solarpanel fällt. Das kommt relativ häufig vor, vor allem in unseren Breitengraden. Und genau auf unsere Breitengrade ist das Monokristalline dann eben angepasst. Die Polykristallinen, die finden wir deswegen eher im Bereich des Äquators, also immer wenn ihr nach Süden reist, da kommen die dann eher zum Einsatz und überall da, wo man halt eine große Fläche zur Verfügung hat. Die sind bei Diffuslicht nicht so gut, aber dafür wirklich sehr gut geeignet, dafür, wenn es heiß ist. Denn das ist ein Nachteil von den Monokristallinen, die haben einen schwächeren Temperaturkoeffizienten. Das heißt, wenn es sehr heiß ist, verlieren die ein bisschen von ihrem Wirkungsgrad und da sind die Polykristallinen zu bevorzugen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel viel nach Südamerika in die Nähe des Äquators wollt oder nach Afrika oder wirklich in den Süden Europas nur unterwegs seid, dann wären Polykristalline wieder eine Überlegung wert. Der Unterschied insgesamt ist aber gar nicht so groß. Mögliche Alternativen zu den beiden wären noch faltbare Solarmodule zum selber aufstellen zu benutzen. Die muss man dann natürlich entsprechend wirklich immer aufstellen, muss drauf aufpassen, kann sie nicht einfach so stehen lassen, weil sie natürlich jeder mitnehmen könnte. Aber wenn ihr keine aufs Dach machen wollt, wäre das sicher noch eine Option. Kommen wir zum nächsten Punkt, Parallelschaltung versus Reinschaltung. Gibt es viele Meinungen zu, schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Ich habe jetzt mal als Beispiel drei Solarmodule genommen, an denen lässt sich das am besten zeigen. Ist jetzt aber genau dasselbe Prinzip, wenn ihr zwei oder mehr habt. In dem Fall ist es jetzt so, dass wir hier eine Parallelschaltung haben. Das heißt, jedes Solarmodul für sich arbeitet quasi alleine und erzeugt einen Strom, der dann in den Leitungen gebündelt wird und zum Laderegler gesendet wird. Also Strom rein, Strom wieder raus
und hier dann entsprechend Strom rein, Strom wieder raus, ohne dass es durch die anderen Solarpaneele gehen muss. Das sieht bei der Reihenschaltung anders aus. Hier geht der Strom durch das erste Solarmodul, durch das zweite Solarmodul, durch das dritte Solarmodul und kommt erst dann beim MPPT-Laderegler wieder an. Was bedeutet das? Im Endeffekt bedeutet das, dass die Spannung bei der Parallelschaltung gleich bleibt. Ich habe jetzt hier mal die Werte von meinem Renogy 160 Watt Solarpanel genommen. Der hat eine Spannung von 19,1 Volt. Die ist auf allen Paneelen gleich. Aber dadurch, dass die Ströme sich hier quasi treffen in der Parallelschaltung, addieren sich die Ströme zusammen. Genau das Gegenteil haben wir bei der Reihenschaltung. Da addieren sich die Spannungen, die am Ende hier anlegen. Und der Strom bleibt gleich, weil wir wirklich nur einen Stromfluss haben, der durch alle unsere Paneele durchgeht. Das ergibt dann summa summarum, also das ist das, was im Optimalfall hier am Laderegler ankommen würde, eine 19,1 Volt Spannung bei der Parallelschaltung, dafür einen größeren Strom. Und bei der Reihenschaltung sehen wir eine deutlich größere Spannung und den kleineren Strom. Jetzt gibt es eine Formel, P durch U mal I, und hiermit können wir quasi die Leistung ausrechnen. Egal, was uns fehlt in dieser Formel, wir können es einfach rausnehmen und wissen dann genau, wie wir es berechnen müssen. In unserem Fall wollen wir jetzt die Leistung wissen und das ist dann U mal I. Und wenn wir das jetzt auf beiden Seiten tun würden, sehen wir, dass natürlich im Optimalfall wir bei denselben Werten rauskommen. Das heißt 480 Watt, wie gesagt, 160 Watt Solarpaneele sind das, dreimal macht summa summarum 480. Im Optimalfall arbeiten also beide Systeme gleich. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Naja, einmal habe ich ja schon gesagt, in der Parallelschaltung brauchen wir dickere Kabelquerschnitte, dadurch, dass die Ströme sich addieren. Höhere Ströme bedeuten immer dickeres Kabel. Bei der Reihenschaltung haben wir zwar eine hohe Spannung, das macht aber bei der Kabeldicke keinen Unterschied. Und jetzt kommen die größten Punkte. Wir haben zwei Szenarien, die hier eigentlich Unterschiede bereithalten. Und zwar einmal die Teilbeschattung eines Panels. Das heißt, wir haben jetzt hier mal eine Wolke über jeweils nur einem Panel. Dann bedeutet das bei der Parallelschaltung, dass die beiden anderen weiterhin einen Strom produzieren und den an den MPPT-Laderegler weitergeben und es funktioniert super. Leider ist das bei der Reihenschaltung nicht so, denn dort muss der Strom ja durch alle Paneele durch und wird quasi aufgehalten durch das schwächste Glied. Das heißt, auch wenn die anderen nicht beschattet sind, liefern die maximal so viel Strom, wie das erste erzeugen kann. Anders sieht das Ganze bei diffusem Licht aus. Also, wenn alle Paneele beschattet werden, da ist die Parallelschaltung im Nachteil. Denn hier funktionieren in der Regel gar keine von den Paneelen mehr und es fließt überhaupt kein Strom, weil die Mindestspannung nicht erreicht wird. Um eure Batterie zu laden, braucht der Laderegler eine gewisse Mindestspannung, die hier ankommen muss. Die muss über ungefähr 13 Volt sein, weil das ja ihr eure Batterie ja bei 12 Volt habt und ein bisschen drüber der Ladestrom sein muss. Und dann würden diese Paneele gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, in den frühen Abendstunden oder frühmorgens oder auch dann bei starker Bewölkung fallen die komplett raus. Bei der Reihenschaltung sieht das anders aus. Dadurch, dass die Spannungen sich hier addieren, haben wir genug Spannung, um die Mindestspannung zu erreichen, auch dann, wenn nur ein ganz kleines bisschen Strom produziert wird. Und das ist im Prinzip auch das Kaufkriterium, was ihr euch überlegen sollt. Was wird öfters auftreten? Ist es die Teilbeschattung, dann Parallelschaltung? Ist es diffuses Licht, dann die Reihenschaltung? Für die Verschaltung werden sogenannte MC4-Stecker benutzt. Die seht ihr jetzt hier einmal. So sieht dann auch entsprechend ein Verlängerungskabel aus. Falls ihr das Ganze als Parallelschaltung machen wollt, dann gibt es hier solche Aufsplitter. Die machen quasi aus einem Kabel und einem Anschluss zwei. So, was könnt ihr jetzt generell noch tun, um den Ertrag eurer Solaranlage zu verbessern? Einmal natürlich sauber halten. Ab und zu mal mit so ein bisschen Glasreiniger drüber gehen, nichts Aggressives und einfach mit einem Schwamm oder mit einem feuchten Lappen. Am besten so wenig wie möglich kalkhaltiges Wasser nehmen. Also Regenwasser würde sich zum Beispiel eignen und damit das Ganze sauber halten, um die Sonneneinstrahlung perfekt hier auf unseren Solarmodulen einfangen zu können. Dann natürlich in der Sonne stehen. Wenn ihr parkt und ihr wollt eure Solaranlage auftanken, dann hilft nichts besser, als in der Sonne zu sein. Und das wird euren Ertrag auf jeden Fall maximieren. Versucht, eine Teilbeschattung zu vermeiden. Das heißt, dass einzelne Solarmodule beschattet sind. Habe ich euch ja schon erklärt, wie da der Unterschied ist bei Parallel- und Reihenschaltung. Und
Wenn ihr so Dachhauben oder Antennen auf dem Dach habt, dann schaut auch, dass die nicht auf das Solarpanel einen Schatten werfen. Ja, gerade bei so aufkurbelbaren Dachhauben kann das natürlich auch der Fall sein. Genauso sieht es aus bei den Kabeln. Ja, selbst sowas, wenn das drüber liegt, quer, wird euren Ertrag massiv vermindern, wenn die Flächen nicht sauber frei sind. Deswegen jegliche Beschattung am besten vermeiden. Und dann gilt natürlich Kühlhaltender wegen dem besseren Wirkungsgrad bei kühleren Temperaturen. Wie kann man das gewährleisten? Eben durch eine Hinterlüftung. Wenn ihr sie so wie ich hier aufgeklebt habt, dann müsst ihr dafür sorgen, dass auch hier an den eine gewisse Durchlüftung und Hinterlüftung möglich ist. Durch die kleinen Riefen und Rillen, die jetzt hier im Fahrzeugblech sind, habe ich das zum Beispiel gewährleistet. Mehr zu meinem Setup dann aber gleich. Wenn ihr die Solarpaneele natürlich auf so einem kleinen Träger montiert habt, dann habt ihr automatisch unten drunter eine Hinterlüftung, um das Ganze ein kleines bisschen zu kühlen. Hightech-Varianten wären dann natürlich noch Solarpanels aufstellen zu lassen. Also es gibt die Möglichkeit, die quasi auf so eine Fläche zu pinnen und dann diese Fläche irgendwie vom Winkel her variabel zu gestalten, sodass diese sich dann der Gegensonne aufrichten kann. Weil je besser der Einfallswinkel der Sonne ist, umso wirkungsvoller sind auch eure Solarmodule. Am besten haben wir einen 90-Grad-Winkel. Deswegen funktionieren diese aufgeklebten auch am besten während der Mittagszeit, im Sommer logischerweise, weil die Sonne dann genau 90 Grad Winkel auf die Solarmodule auftrifft. Eine weitere Hightech-Lösung wäre dann noch das Umschalten von Parallel- in Reihenschaltung, je nachdem, wie ihr gerade steht. Es gibt durchaus die Möglichkeit, eine Schaltung anzufertigen, sodass ihr das dann im Van umschalten könnt. Ich habe da jetzt drauf verzichtet, das war mir ein bisschen zu kompliziert, aber möglich ist es auf jeden Fall. Und ich könnte auch hier die Stecker entsprechend noch umstecken, wenn es mich mal jucken würde, das zu tun. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Frage, wie verbaut man denn Solarmodule? Jetzt habe ich schon ein paar Sachen gesagt, Hinterlüftung, Temperaturkoeffizient. Ja, es scheint alles nicht so ganz ideal zu sein, was ich hier gemacht habe mit dem Verkleben von diesen ganz flachen, semi-flexiblen Solarmodulen. Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen Abwägungssache. Optimal wirken die, wie gesagt, wenn ihr sie irgendwie so aufstellen könnt, dass sie nicht beschattet werden, dass sie hinterlüftet werden, und das funktioniert natürlich am besten mit einem höher gelegten Rahmen. Dann sieht man natürlich aber auch von unten, dass Solarmodule auf dem Dach sind, und ein großer Vorteil, den ich sehe beim Verkleben, ist, dass diese dünnen Solarmodule von unten einfach nicht ersichtlich sind. Ja? Und man hört ja doch so ein bisschen mal, ja, Solarmodule werden geklaut und so. Das war für mich zumindest so ein Mitfaktor, dass ich gesagt habe, ich hätte gerne so verklebte. Zweiter positiver Punkt, ich kann hier drauf sitzen. Ich könnte die Fläche noch anders nutzen, wenn ich wollte. Ist eigentlich nicht geplant. Erstmal will ich diese Solaranlage so lassen, wie sie hier ist. Und das Dach vom Ford trägt auch jetzt nicht so viele Leute, dass ich hier noch mal eine Dachterrasse lohnen würde. Trotzdem habt ihr diese beiden Möglichkeiten, verkleben oder verschrauben auf einen Zwischenträger. Und das Verkleben, das zeige ich euch dann nachher im praktischen Teil. Kommen wir zu meinem Setup. Ich habe mich für 360 Watt Paneele von Renogy entschieden. Die sind monokristallin und die sind semi-flexibel, sodass ich sie hier auf diese leicht gebogene Fläche vom Van ganz dünn verkleben konnte. Und der Hintergrund, dass ich das Ganze in Reihe geschaltet habe, ist der, dass ich denke, dass so diffuse Lichtverhältnisse, morgens, abends, Bewölkung und Sonne, die nicht senkrecht auf unsere Solarpaneele trifft, dass das einfach viel häufiger vorkommen wird als die Vorteile bei der Parallelschaltung mit dieser Teilbeschattung. Ne? Also ich glaube, Teilbeschattung kommt nicht so oft vor. Entweder ich stehe im Schatten oder nicht. Und aus diesem Grund habe ich mich für die komplette Reihenschaltung entschieden. Und um das ganze System hier perfekt zu machen, brauchen wir noch den Laderegler. Und über den sprechen wir jetzt auch noch. Damit der Strom, den eure Solaranlage produziert, auch sauber bei euren Batterien ankommt, braucht ihr einen Laderegler. Und dieser Laderegler wirkt quasi zwischen Batterie und Solaranlage und bündelt den Strom, den eure Solaranlage produziert, und bereitet den häppchenweise auf für eure Batterien, damit diese sauber geladen werden kann. Denn damit eure Batterien sauber laden, brauchen die eine gewisse Mindestspannung, und die muss erstmal erreicht werden. Und es gibt auch eine optimale Ladespannung, und auch das macht euer Laderegler.
Der gleicht auch die ganzen Schwankungen aus, die beim Eingang entstehen. Denn die Sonne, da schieben sich ja mal Wolken vor, dann fahrt ihr irgendwo durch einen Schatten durch. Das ändert sich ja die ganze Zeit. Und der Solarladeregler, der ist dafür da, das Ganze zu portionieren und sauber für eure Batterie aufzubereiten. Es gibt zwei Typen, PWM und MPPT. PWM, alt, vergesst es, besserer Wirkungsgrad, MPPT-Laderegler. Ist ein bisschen teuer, ist es aber wert. Dann müsst ihr auf die Kennwerte achten. Es gibt hier Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, der Victron Energy. Ja, das ist der, den ich verwendet habe, aber gibt natürlich alle möglichen anderen Firmen. Der hat die Kennzahl 100. 100 steht für die maximal zulässige Spannung im System. Ja, also 100 Volt ist die maximale Spannung hier im System. Passt bei mir. Dann 30. 30 ist der maximale Ladestrom. Und das ist für euch entscheidend, weil ihr jetzt wisst, okay, dieser Laderegler kann maximal 30 Ampere in meine Batterie powern. Das heißt, der hier kommt jetzt nie über 30 Ampere. 30 Ampere wäre schon super, wenn er das schafft. Sehen wir dann nachher im Test. Wichtig ist also für euch zu wissen, was ist denn der maximale Strom bzw. die maximale Spannung in eurem System, die zum MPPT-Laderegler kommen kann von eurer Solaranlage. Und das hängt natürlich davon ab, ob ihr jetzt in Reihe geschaltet habt oder ob ihr parallel geschaltet habt. Das heißt, das müsst ihr euch einmal mit der Formel ganz einfach ausrechnen. Und dann Sicherheit, ja, legt ihr das Ganze noch ein bisschen drauf, 5 bis 10%, keine Ahnung, nehmt auf jeden Fall den größeren Regler. Vielleicht wollt ihr auch zusätzlich nochmal irgendwann ein Solarpanel zusätzlich addieren, also hinzufügen und nicht gleich den Laderegler ändern, dann lohnt es sich zum Beispiel auch den ganzen Kram ein bisschen höher auszulegen. Das sind die wichtigen Kennpunkte zum Laderegler. Ich will da nicht zu tief reingehen, lest euch sonst Forenbeiträge dazu rein, aber das sind die wichtigsten Kernfakten. Achtet auch darauf, dass der für euren Batterietyp geeignet ist. Ein paar von den älteren MPPT-Ladereglern, die kommen noch nicht so ganz klar mit den Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel. Ja, deswegen habe ich mich am Ende auch für dieses Modell entschieden. Zusätzlich hat der hier noch so einen Bluetooth-Connect. Das heißt, ich kann, ohne dass ich nochmal zusätzlich was anschließen muss, immer über mein Handy abrufen, wie ist der aktuelle Ladezustand, also wie viel produziert meine Solaranlage gerade an Strom. Und ich kann das auch als Statistik abrufen und weiß dann genau, an welchem Tag habe ich wie viel Wattstunden produziert. Und ja, das fand ich ziemlich cool. Unterscheiden tun sich die meisten MPPT-Laderegler hauptsächlich in Form und Größe und ob sie jetzt Bluetooth haben oder noch ein anderes Display. Ja, und vor allen Dingen halt in den Kennzahlen. Wichtig, Kennzahlen. Ne? Maximale Spannung, maximale Ladestrom. Wichtig. Gut, dann würde ich jetzt sagen, haben wir wieder genug gelabert, genug Theorie gemacht. Ab geht's zum praktischen Teil. Und vor allen Dingen, wir müssen die Solaranlage jetzt mal testen, ob das auch alles funktioniert. Auf geht's. So Leute, bevor die Solarzellen da hinten aufs Dach kommen, möchte ich die gerne einmal durchtesten und schauen, ob das mit dem MPPT-Regler und mit meiner Batterie auch alles gut funktioniert. Deswegen habe ich jetzt gleich mal eine Mini-Schaltung gebaut, einfach nur um es zu testen. Heute ist gutes Wetter, es ist ab und zu mal ein bisschen bewölkt, das heißt, wir sehen gleich, wie das System auf Teilbeschattung reagiert. Und ich habe mir auch die Victron-App runtergeladen. Damit können wir gleich sehen, wie viel Ampere fließen dann in die Batterien rein. Wir sehen den Batteriezustand und das ist eigentlich dann top, um das Ganze einmal durchzutesten und sicher zu gehen, dass da nichts kaputt ist, bevor wir es da oben aufs Dach kleben. Ja, dann zeige ich euch mal kurz das System. Fangen wir den drei Solarmodulen an. Das sind die 360 Watt semi-flexiblen Solarmodule von der Firma Renogy. Die habe ich jetzt in Reihe geschaltet. Dadurch addieren sich die Spannungen und der Strom bleibt klein. Also gleich auf allen. Und über diese Serienschaltung läuft das Ganze dann hier rüber zu den Batterien. Das habe ich jetzt noch nicht angeschlossen. Das sind dann die Originalkabel, die dann da drüben durch den Van gehen und in den Solarladeregler. Das ist der hier. So, in dem Solarladeregler, es ist jetzt wie gesagt noch nicht angeschlossen, ich habe jetzt erstmal nur die Batterie angeschlossen, ist einmal, also diese beiden Kabel, die werden dann hiermit verbunden und das Minus- und das Pluskabel geht jetzt an die Batterie. Später geht das dann an eine Verteilerschiene. Und hier sehen wir aktuell die Spannung, die an der Batterie anliegt. Und ja, ansonsten nichts, weil ja, läuft kein Strom, es wird auch nichts hinzugefügt. Ich werde das jetzt einblenden, wenn wir hier die Kabel anschließen, damit ihr seht, wie sich das dann verändert.
So. Kabel sind dran. Läuft und schaut euch das an. Jawohl. Wir machen gut Watt, würde ich sagen. Je nachdem, wie stark die Sonne gerade drauf scheint. Wir haben jetzt eine Spannung von bis zu 50. Wechselt ganz schön schnell, ne? Strom 7, 8 Ampere. Und hier sehen wir den Strom, mit dem unsere Batterie jetzt geladen wird. 26 Ampere, das ist fast Maximum. 30, für 30 ist der ausgelegt. Mega gut. Also das von den Daten her sagt es uns auf jeden Fall schon mal, dass alle laufen. Ich werde jetzt mal trotzdem noch alle einzeln durchchecken, um zu gucken, ob irgendeine dabei ist, die kacke ist. Und ich werde das nochmal testen, wenn eine Teilbeschattung da ist. Also ich werde eins von den Panels mal in den Schatten ziehen. Bin mega gespannt. Also jetzt aktuell haben wir 360 Watt ungefähr. Ich ziehe mal nur eins in den Schatten. Jetzt seht ihr, ist eins nur halb im Schatten. Und wir sind sofort auf 20 Watt runtergegangen. Also es macht extrem viel aus in der Serienschaltung. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wir kriegen immer noch 1,7 Ampere raus am Ende, weil die Spannung, eine genügend große Spannung da ist. Aber das ist trotzdem heftig, hätte ich nicht gedacht, dass das so stark unterscheidet. Jetzt sind wir bei 16 Watt. Also man merkt, je weiter wir das in den Schatten ziehen, umso schlechter wird's. Aber trotzdem bekommen wir immer noch Strom am Ende raus, weil das System so ausgelegt ist, dass eben die Spannung trotzdem noch groß ist auf allen. Und der braucht mindestens die Batteriespannung, um überhaupt zu laden. Also der Strom ist dabei nicht entscheidend, sondern nur die Spannung. So, jetzt sind wieder alle in der Sonne und sofort schießen wir hoch auf 370 Watt. Krass. Jetzt haben wir Wolken. Und selbst bei Wolken also ihr habt gerade gesehen, auch wenn es so leicht bewölkt ist, haben wir immer noch 150, 130. Also es ist wirklich extrem anfällig dafür, ob die Sonne scheint oder nicht. Wollte euch noch zeigen, auch die Batterie hat eine App von Active und da wird mir jetzt auch angezeigt, wie die Batterie geladen wird, also mit welcher Amperezahl und wie weit sie schon geladen ist. Und da sieht man jetzt hier zum Beispiel, dass sie jetzt schon auf 81 geladen war, sie war vorne auf irgendwas mit 70 und ja, läuft, funktioniert. So, wir sind jetzt auf dem Dach. Ich habe die Solarpanels vorne schon mal so auf dem Dach platziert, wie ich mir es vorstelle. Es war im Prinzip genauso, wie wir die Schaltung dort unten gelegt haben. Und jetzt habe ich nur noch mal geschaut, ob das alles passt. Die alle ausgelegt. Hier ungefähr, relativ in der Mitte vom Van, wird dann der Sammelpunkt sein, wo die Kabeldurchführung ist in den Van hinein. Das passt aber von der Länge von den Kabeln. Und ich werde mir die jetzt anzeichnen einmal, damit ich genau weiß, wo die liegen. Dann werde ich die Fläche mit Primer vorbehandeln, damit wir das Ganze dann mit Sikaflex sauber ankleben können und sich da auch nichts mehr lösen kann. Weil bei dieser vollflächigen Verklebung muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich will nicht die ganze Fläche mit Sikaflex vollkleistern, das wäre auch unnötig. Zumal man bei diesen flach aufliegenden Solarpanels auch ein bisschen für Unterlüftung sorgen sollte. Und wir haben ja hier im Van die Vertiefungen und da möchte ich auch keinen Sikaflex reinmachen, sondern die bleiben quasi frei, damit Wasser dort ablaufen kann und damit die auch von unten so ein bisschen gekühlt werden. Und ich werde die dann quasi nur an den Rippen ankleben, zeige ich euch aber gleich nochmal. Jetzt erstmal anzeichnen. So, jetzt seht ihr, wie ich das Sikaflex aufgetragen habe. Ich habe quasi immer die Tiefen ausgelassen und nur die Höhen mit Sikaflex verklebt, also quasi jetzt erst aufgetragen und jetzt kommt das Solarpanel drauf. So,
So, während der Primer für das letzte Solarpanel langsam vor sich hin trocknet, hier nochmal die Info, warum ich jetzt Sikaflex 252 verwendet habe, also Konstruktionsklebstoff, wo man Primer noch zusätzlich braucht. Das Ding war, dass der Van, also das Dach, ich das nicht so schön sauber gebracht habe, wie ich das gerne gewollt hätte, um den Primer losen zu nehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, also da ist schon so ein bisschen eine gewisse Dreckschicht, die ich einfach nicht mehr weggekriegt habe. Und auf Nummer sicher zu gehen, mache ich das deswegen mit dem Primer. Das hält dann nämlich nochmal doppelt so gut. Und ja, das ist der Grund für Sikaflex 252. Davon hatte ich auch noch 3 Tuben da. Und ich habe auch für jedes Solarpanel jetzt eine Tube gebraucht. Ja. Dann würde ich sagen, kleben wir das letzte noch an und dann müssen wir noch die Durchführung in den Van machen. So, die Durchführung ist drin. 2 Sachen müssen jetzt noch im Nachhinein gemacht werden. Und zwar einmal will ich die Kabel hier festmachen auf dem Boden, dass sie nicht so nach oben rumschlackern. Und vor allem, dass sie nicht auf den Solarpanelen liegen und die irgendwie teilbeschatten, auch wenn es nur ein kleines bisschen ist. Dafür möchte ich aber solche Kabelklipse verwenden, die man dann oben ans Auto klebt. Habe ich noch nicht. Kommt dann noch. Werde ich irgendwann mal machen. Und die zweite Geschichte, hier bei der Kabeldurchführung sind die Kabel ja jetzt noch blank an dem Loch von innen und da werde ich von innen einfach rundherum noch Tape rankleben an der Stelle, wo die Kabel durchgehen, einfach um das gegen Durchscheuern zu sichern. Letzter Punkt, den ich eventuell irgendwann mal noch mache. Ich werde jetzt aber erstmal ein paar Kilometer so fahren und probieren, wie sich das Ganze einspielt. Aber ich könnte mir eventuell vorstellen, dass hier an der Kante, da diese Kante hier, wenn der Wind von vorne kommt, gerade bei dem ersten Panel, wenn der Wind von vorne kommt, dass der Druck darunter dann so hoch ist, dass das hier vorne leicht angehoben wird und es ein bisschen nach oben drückt und der Kleber dann aufgeht. Ich glaube es zwar nicht, aber sicher ist sicher. Deswegen werde ich mir das nochmal anschauen nach ein paar hundert Kilometern und gegebenenfalls dann hier vorne einfach nochmal eine Leiste von Sikaflex ranmachen, um das abzudichten, damit die Luft da nicht drunter kann. Aber eigentlich will ich es offen lassen wegen Zirkulation. Die Dinger kann man zwar vollflächig verkleben, aber der Wirkungsgrad sinkt natürlich, wenn die sehr, sehr heiß werden. Ja, damit würde ich sagen, Aktion Solarpanels soweit abgeschlossen. Ja, auf dem Dach sieht man jetzt nochmal schön, wie ich das Ganze überall noch mit Kabelbindern und so kleinen Klebehalterungen festgemacht habe. Und ja, die sollen auch wetterfest sein. Ich werde mir das dann nach einer gewissen Zeit nochmal anschauen. Aber ansonsten habe ich das jetzt überall hier fest runtergebunden, damit die Kabel keinen Schatten aufs Solarpanel werfen und hier irgendwie wild durch die Gegend schwadronieren. Und damit war's das zum Thema Solarmodule. Ich hoffe, für euch waren wieder interessante Informationen mit dabei. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Da geht es um den Einbau des Bodens und auch die Fußbodenisolierung ist dort Thema. Falls ihr Fragen, Ideen oder Anregungen habt, dann einfach ab damit unten in die Kommentare. Unten findet ihr auch die Links zu den verwendeten Produkten, wie zum Beispiel diese Renogy Solarpaneele.
Oder wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, könnt ihr dort auch auf meinen PayPal-Account gehen und mir ein Zitroneneis kaufen. Würde ich mich mega drüber freuen und das würde ich dann auch wahlweise verwenden für ein Zitroneneis oder um die Weltherrschaft an mich zu reißen, je nachdem, was gerade einfacher ist. Und damit danke ich wie immer fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Geht raus, bleibt sauber, wascht euch die Hände und always keep exploring. Ciao! They say